Über die anderen Parteien rede ich gar nicht. Die spielen nicht in der Champions League. Ich verstehe die Leute. Dass sie verlangen, dass die Politik handelt. Daher wollen wir auch bei jeder Entscheidung mitreden, weil es immer um Österreich geht. Wir bewegen uns zu auf eine ganz wichtige Wahl am 7. Juni. Es ist eine rot-weiß-rote Wahl. Es ist eine Wahl, bei der es darum geht, ob Österreich von Profis in Brüssel vertreten wird oder nicht. Profi für Österreich in Brüssel, dann ist das Ottmar Karas. Ich wünsche uns einen wunderschönen, einen rot-weiß-roten, einen österreichischen, auch einen europäischen Vormittag hier im Wienerwald. Das ist das größte demokratisch gewählte Parlament der Welt. Wir sind bei jeder Entscheidung dabei und wir sind von jeder Entscheidung betroffen. Daher wollen wir auch bei jeder Entscheidung mitreden, weil es immer um Österreich geht. Wir haben nie unsere Heimat gegen Europa ausgespielt, sondern alles daran gesetzt, dass in der Europäischen Union unsere Heimat offensiv, leistungsstark und erfolgreich vertreten wird. Wenn es um die Macht der Partei geht, ist die SPÖ immer bereit, das Ausland gegen Österreich zu mobilisieren, statt Österreich offensiv und erfolgreich und glaubwürdig im Ausland zu vertreten. Und die Grünen waren gegen die EU, dann waren es kurzzeitig für die EU, dann hat der Johannes Hockenhuber Entwicklungshilfe in der Partei geleistet. Und auf einmal ist das alles vergessen. Über die anderen Parteien rede ich gar nicht. Die spielen nicht in der Champions.